Eine neue Aufnahmesession bei Vampires Dawn 2. Ich bin heute DC Steve und. Oh ja, Let's Play Retro. So, es gibt nämlich eine Änderung und zwar. Die Geschicklichkeit ist um 85 gestiegen. Juhu. Denn ich habe die drei Skills reingesetzt in Geschicklichkeit. Plus 10, plus 25. 20 und dann plus 50. Genau. Ja. Und auch hier mal wieder, wie dumm eigentlich ein Gameplay-Element in dem Spiel ist. Und zwar. Die Dinger hier. Das Problem ist halt, du musst jeden einzeln machen. Ich mache das jetzt mal für einen. Jetzt erhalte ich 10 Seelen. Jetzt bin ich aus dem Menü raus. Das heißt, ich darf wieder rein. Das muss ich für jeden einzeln machen. Kannst du einfach S drücken oder so? Nein. Doof. Ich muss das wirklich einzeln machen. Ja. Das ist echt unschön, um das mal... Um das mal sehr nett auszudrücken. Ich habe hier, wie ihr seht, auch wieder Geheimnisse gesammelt. Juhu. Ich schau gerade mal, wie viele Seelen haben wir denn gerade. Wo sind denn die? Das ist eine gute Frage, ne? Irgendwo versteckt. Ich suche mich jedes Mal dumm und dämlich in diesem Menü. 53. Das ist noch zu wenig. Das ist relevant, wir haben. Ja. Wir erkunden wieder Gebiete. Ach, so ein Menü ohne Einteilung ist schon was Nettes, ne? Ja, also die Tasche ist halt... Moment, ich sag jetzt einfach mal so, du kannst natürlich, so gesehen könntest du natürlich eigentlich sagen, du kannst jedes Spiel verbessern, wenn du einfach fleißiger bist oder dir mehr Zeit nimmst, ja. Ja, aber das Problem ist, das Spiel hat wirklich so essentielle Macken, weißt du? Und essentielle Macken, die man auch gesehen hätte, wenn das Spiel getestet worden wäre. Und die auch oh, das da... war von tausenden Fanboys. Ja... Das Spiel ist ja zum Glück fehlerfrei, nicht wahr? Der große Beta-Test kam dann erstmal auf der Screenfan-CD, ne? Gute alte Vampires Dawn 2 Beta, Version 0.9. Leute, wenn ihr Bugs findet, ihr dürft sie behalten. Das interessiert mich nicht. Aber überweist mal euer Geld. Das ist... Eigentlich ein bisschen doof für Malix, dass er das alles so früh gemacht hat, wo die ganzen Donate-Sachen alle noch nicht so cool waren. Ne? Ich meine, vorher hätte er dann noch irgendwie... noch so schön auf Twitch irgendwie sein eigenes Spiel gespielt, ne? Natürlich mega gecheatet. Er kann es ja, das merkt sowieso keiner. Sein eigenes Spiel spielen bringt ja nicht so viel. Da bringt er eher mehr, was zum Beispiel Laxen gemacht hat, wo zum Beispiel jetzt auch Tuo und auch Herr DK halt sein neues Spiel auf Twitch gespielt haben, ne? Das bringt natürlich was, weil es einfach Leute sind mit Reichweite. Gut, ich denke mal, wenn das alles so ein bisschen zeitverschoben passiert wäre, so ungefähr, dann hätte er möglicherweise auch diese Reichweite gehabt, beziehungsweise hätte er sich dann ganz anders in Szene gesetzt und seine Möglichkeiten ganz anders genutzt, die er damals ja einfach gar nicht so hatte. Ja, das stimmt. Und aktuell würde ich mal sagen, dass ein Herr DK doch mehr Reichweite hat als ein Malex. Ja, wie gesagt, das ist ja Schatten der Vergangenheit, ne? Ja. Und die Gegner hier halten ganz schön was aus. Diese Pflanzen-Echsen. Ja. Mit ihren vielen Saugnäpfen. 841, 285. Verfehlt. Glibber. Der gefährliche Glibber. Ja, aber Reichweite ist schon immer recht schwierig, ne? Das Problem ist, es gibt ja noch die genannte aktive und die passive Reichweite. Also die direkte Reichweite, wo man weiß, okay. Die Leute erwischt so halt direkt, ne? Mit solch jetzt mal Gronkh nehmen. Ich glaube, da zum Zeitpunkt, wo es ja aufnimmt, so. Ich bin mal irgendwas zwischen 3,5 und 4 Millionen Abos. Nett. Dann ist natürlich das dann eine direkte Reichweite, ja? Also, so viele Leute bekommt er halt direkt. Aber natürlich hat Gronkh noch eine viel größere Reichweite. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch seine Reichweite insgesamt eingeschätzt wird, aber ich denke mal, die wird schon irgendwo so bei 15 bis 20 Millionen liegen. Ja. Also das ist schon sehr krass. Oder man schaue sich einfach mal einen Julians Blog an, der zum Beispiel den Zeitpunkt zwei Kanäle mit je gut 1 Million Abonnenten hat, aber der hat eine Reichweite, als hätte er irgendwie 3 Millionen auf jedem Kanal. Also es gibt kein Video, was er nicht rausbringt, wo nicht 10 Videos darüber gemacht werden. Was heißt 10, wo 10.000 Views gemacht werden, einmal, hey, das geht moralisch überhaupt nicht, oder, ja, Mann, das ist schwarzer Humor. Ne? Also, das ist halt Reichweite.
Du wärst doch auch gut für schwarzer Humor. Der schwarze Mann mit dem schwarzen Humor, das Ja. würde doch schon gut ankommen. Also, das ist halt Reichweite ist natürlich immer was Schwieriges und ist ein Geheimnis. Ja. Und nicht direkt nur die Abo-Zahl gibt das unbedingt an, was für eine Reichweite man hat. Das ist mir schon klar. Du hast ja Aber. auch viele Leute, die dich gucken, ohne dich zu abonnieren. Ja, genau, richtig, richtig. Also, da muss ich ja sagen, da bin ich mit meiner Zahl ganz zufrieden. Ich habe da zum Beispiel tatsächlich für meine Abos eine recht hohe View-Zahl. Ein sehr krasses Beispiel von den großen YouTubern ist da Domtendo. Der hat auch eine deutlich höhere Viewerzahl, als zu seiner Abonnentengröße passt. Also es gibt da einfach natürlich so Erfahrungswerte, ne? Was man so durchschnittlich mit wie viel Abonnenten, wie viel Views kann man da, sag ich mal, erwarten, ne? Und da ist bei ihm das sehr, sehr krass. Ja, wie gesagt, viele Leute subscriben dich halt wegen einem Video so ungefähr, ne? Ja, genau. Und die verlieren dich dann auch aus dem Auge. Ich meine, viele Leute subscriben ja bei extrem vielen Leuten und dann ist die Abo-Box ja immer voll. Da verpasst man dann noch einiges, dann. What? Okay. War ja eher sehr echt ein billiges Geheimnis. Der bestgetarnste Geheimgang im ganzen Hier Spiel, ist ne? was? Was? Hier oben ist nichts. War ja nicht ein Geheimnis? Ja, ich sehe es gerade nur nicht. Vielleicht bist du extra wie den Gegner hier reingelaufen, damit du den farmen kannst. Ja, es gibt auch Leute, die abonnieren einen, um ihn zu abonnieren. Das Problem hat Gronkh. Gronkh ist, so blöd das klingt, überabonniert. Also, ich weiß das durch meine jüngere Schwester, die mir erzählt hat, dass bei ihr in der Schule es auch Leute gab, die haben einfach nur Gronkh abonniert, weil es cool ist, jeden abonniert zu haben. Ja. Also, es ist dann so eine Art. Ja, hast du auch Gronkh abonniert? Na klar! Prinzip. Ne? Dazu kommt natürlich noch bei Leuten wie Gronkh, dass wenn du eine gewisse Größe hast. Ist da vielleicht in dem Busch was, oder? Ich verstehe das ja auch nicht. Ich speichere mal. Da ist nichts. Nee, hier ist nichts. Ah, Kräuter sammeln 1 vielleicht lernen? Gibt's in dem Spiel nicht. Ja, vielleicht kriegen wir später noch eine Quest oder so, dass denn hier nochmal was ist. Ich glaube, das ist einfach nur Verarsche. Jedes Spiel muss irgendwie mindestens einen leeren Raum haben, in dem einfach gar nichts drin ist. Einfach nur, um die Leute zu stressen. So, ja, das war der Wald. Ja, interessant. Also ich hätte es gut gefunden, wenn zum Beispiel in jedem geheimen Gebiet eine Karte oder Teleportstein oder Finde ich auch Rezept fies, dass da gewesen auf der wäre. kleinen Insel nichts ist. Ja. Also weißt du, also zumindest irgendetwas sollte immer drauf sein, ne? Geheimnisse. Random Loot. Na, außer Random Random Gebiete. Loot. So, hier müsste irgendwo eine Die Sache ist eben, Eishöhle das findest sein. du, aber ja. Letztlich gibt es halt so und so viele Kartenteile und die wurden da und da versteckt und auf ein paar trifft man in der Story, auf ein paar eben nicht, ne? Keine Ahnung, Ja, aber es also. gibt dann Gebiete, wo zwei sind oder so auf einem kleinen Ja, okay, Gebiet. Das ist halt. das ist dann natürlich Quatsch. Und das ist halt auch. Guck mal, es gibt, damit du eine Vorstellung hast, dass es auch wirklich genug gibt. Ich glaube, die Karten gehen dann bis 30 oder so und 10 Teleportsteine sind wir schon bei 40. Und nochmal 30 Rezepte oder so sind wir schon bei 70. Ja, okay, gut, so viele versteckte Gebiete gibt es wahrscheinlich gar So. nicht. Oder so Und ziemlich jetzt genau, und so zur viele gibt es, ne? Not hätte ja noch ein, zwei mehr auch machen können, damit es wirklich passt, weißt du? Aber quasi Gebiete mit nichts ist immer. Oh. Oh, was ist denn? Eine Ko Ah, endlich treffen wir meinen Kopfgeldjäger. Interessant. So, So, hab ich euch. Wer bist denn du? Auf euch ist dein Kopfgeld von 5275 wieder ausgesetzt. Die werde ich mir jetzt holen. immer noch. Ich hatte tatsächlich offscreen nämlich auf eine Kopfgeldjägerin nicht getroffen. Genau in dieser Methode, ne? Wenn ihr stillhaltet, tut's auch nicht so weh. Das werdet ihr ja gleich sehen. Der Kopfgeldjäger ist extrem hässlich. Ja. Sieht aus, als wäre es aus irgendeinem völlig anderen Spiel. Und warum ist der überhaupt so fett und riesig? Und schnell tot, wenigstens. 1000 Erfahrungen. Nein!
Das hat sie jetzt davon. Mit uns legt man sich besser nicht an. Ja, interessant. Das ist natürlich die Frage, womit das zusammenhängt, ne? Ich weiß es auch nicht. Vor allen Dingen Bevölkerungsunruhen sind aktuell null, ne? Also ich habe ja mal gehört, dass es irgendwie mit Menschlichkeit zusammenhängt. Was hast du für eine Menschlichkeit? 49 oder 48? Okay. Na gut, die Sache ist natürlich so. Also wenn ich das damals richtig verstanden habe, als ich mir das angeschaut habe, dann scheint das Spiel so einen Parameter zu benutzen, ne? Das heißt also, ab irgendeinem Punkt wird dann eben dieser Kopfgeldjäger getriggert. Und zu dem Punkt ist es eben abhängig von deiner Menschlichkeit, ne? Wenn du danach aber Menschlichkeit dazu gewinnst, verschwindet der Typ nicht oder wird billiger. Okay, der bleibt quasi. Er bleibt dann quasi, ja. Wahrscheinlich wird er dann sogar noch schlimmer, wenn du wieder Menschlichkeit verlierst, wer weiß. Aber ja, momentan haben wir den, den wir damals bei, keine Ahnung, wo waren wir denn? Wir haben diese. 40, 35? Ja. So krass abgesagt sind wir jetzt auch nicht, glaube ich. Naja, Geheimnis Pinguin. man kann sagen, danach ist Tendenz ja auch eher wieder gestiegen, wenn wir dann unseren Quests gemacht haben. Wir haben ja eigentlich nur ganz am Anfang ganz viel Menschlichkeit verloren, wo wir alles zu Vampiren und so Ja, gemacht haben. das stimmt. Was dann ja letztendlich nichts gebracht hat. Was auch totaler Quatsch ist, die Menschlichkeit darin zu messen, ob man andere Menschen zu Vampiren macht oder nicht. Ja. Also ich glaube, der einzige Ort, wo es sich wirklich lohnt, Leute umzuwandeln in Vampire, ist das Bordell. Die zahlen sowieso nichts. Das Richtig. ist auch so cool, das Geheimnis direkt vor dem Pfeil. Und der Pinguin, der sich hier in der Höhle verlaufen hat. Ja, da leben Pinguine. Auch die Bäume hier drinnen. Statusrune. Komm mal her. Sacker. Naja, Asgard, das nächste Mal ein Mensch, bestimmt. Naja. Wie viele Seelen hast du jetzt? Nicht, damit wir irgendwann nur 90 Nee, haben, nee, dass wir. das sind's noch nicht. Okay. Auf keinen Fall. Da bin ich mir leider sicher. Ich nehme die Gegner hier übrigens mit, weil sie nichts können. Klar, warum nicht? Sind halt Seelen. Ja. Und der Kampf geht hier nun wirklich schnell. So schnell, wie es das Kampfsystem zulässt, ne? Ja, richtig. So schnell, wie es halt geht. Eine Truhe. What's in the box? Und hier dürfte wieder nur ein Geheimnis sein. Okay. Was ich jetzt schade finde, immer, dass Malex, und das macht nicht nur Malex, sondern das machen sehr viele, einfach nur so mappen, damit es augenscheinlich hübsch aussieht, aber überhaupt nicht zweckgebunden, beziehungsweise irgendwie realistisch ist. Warum zum Beispiel leben, warum stehen in dieser Eishöhle solche Bäume drinne? Warum laufen in der untersten Höhle im Geheimnis Pinguine rum? Warum steht im Schlafzimmer ein Fass rum? Warum sind die ganzen Betten im ganzen Haus verteilt und daneben sind überall Fässer? Warum hoppelt der Hase durch die Höhle und warum greift das Monster ihn nicht an? Ja, es gibt. Warum laufen die Gegner so random rum? Warum spielen wir überhaupt Vampires Non 2? Ja, das sind alles solche Fragen, die man sich stellen muss. Auch wäre ganz cool, aber das muss ich sagen, das habe ich leider bisher noch bei keinem Maker-Game gesehen, was ich schade finde. Warum laufen Map-Encounter nicht auch teilweise mal von einem weg, wenn sie sehen, dass man komplett overlevelt ist? Habe ich denn das gesehen? Bei irgendeinem Spiel kenne ich das, aber Also ja, welches? kommerzielle Spiele gibt es, die das gemacht haben, aber ich kenne kein Maker-Game, was Ja, das aber macht. welches kommerzielle Spiel? Nimm mal ein paar. Dragon, warte mal kurz, Dragon Quest. Also Dragon Quest Monsters 2 Joker. Dragon Quest Monsters 5 Joker 2 macht's auf jeden Fall. Okay. Und wenn man quasi underlevelt ist, kommen die Gegner auf einen zugerannt. Hier. Nee, Weiß hier ich nicht, meine Ruhe soll nicht Gegner nicht. sehen, wie stark du bist. Naja. Siehst halt mächtiger aus, also das ist wirklich. Nimm's dir nicht übel, aber so ein Lebewesen ist auch jetzt nicht unbedingt dumm. Wir erkennen ja auch, ob die stärker aussehen oder nicht. Man so. Verarschen in dem Spiel? Nicht in dem Spiel, aber. Was ist das kleine Fieder? Eine Schlange? Eine Drachenschlange? Ich muss zugeben, die Orks, falls es welche sind,
gefallen mir sogar ganz gut. Ja, die sahen ganz gut aus, nur die Schlange sieht komisch aus. Eine Hahnviper. Ja. Irgendwie ist es auf der Map ganz schön dunkel. Das stimmt. Nur aber nur zwei Gegner, da müssen wir noch nicht mal zaubern. Gut, naja, ich meine, die Sache ist einfach nur, du gehst es natürlich alles so grundlegend an. Die meisten Leute werden das einfach nicht machen. Die mappen einfach drauf los, so ungefähr. Ne? Und Hauptsache, es sieht hübsch aus. Ja. Auch hier gilt wieder diese der Art und Weise, wie die Gegner, wie die rumlaufen, ist wieder, es ist sehr anstrengend, zum Beispiel tatsächlich den Tierspell zu benutzen. Also das Tiere umbringen, ja. Wenn wäre es logisch, wenn sie vor einem weglaufen, ne? Ich meine, warum zum Beispiel kommt dieses Reh auf einen zu, wenn es nicht gerade Tollwut hat? So funktionieren halt Tiere nicht. Es läuft nur random rum. Ich kann mich jetzt sogar davor stellen, jetzt spam ich Enter. So ja, übrigens, wenn ich das komplett... Ja, aber das ist eben wieder so eine Sache, wo ich einfach denke, nein, okay, das hätte irgendwie Arbeit gemacht, erstmal noch zusätzlich, und ich meine, dass es überhaupt diese Tiere gibt, sollte ja schon ein Segen sein. Nein, nein, sorry, aber nee, ist nicht so. Dann kannst du auch irgendwann anfangen, also ich könnte überhaupt froh sein, dass ihr das Spiel starten könnt, was ihr hier bekommen habt. Ich hätte das alles nicht machen müssen. Naja, so extrem natürlich auch nicht. Ja. Aber ich meine, es gibt schon ziemlich viele Tiere. Ja. Der, weißt du, da gibt's was Wunderschönes, das nennt sich manchmal ist weniger mehr. Wie gesagt, das, nochmal, Steve, das hätte alles Aufwand und Zeit gekostet, ja. Manchmal ist weniger mehr. Weniger mehr bedeutet hier das Spiel kleiner aufziehen oder sich Leute reinholen. Genau das ist dann die Lösung. Nicht, naja. Ist halt so. So meine ich das natürlich auch nicht, ne? Aber wie gesagt, das sind einfach alles Optionen, die wir da wahrscheinlich auch gar nicht in Erwägung gezogen haben, ja. Weil er sich keine kompletten Gedanken über sein eigenes Spiel gemacht hat. Weil er einfach nur drauf losgemappt hat und mehr Schein als Sein am Ende hat. Dennoch, und das wirst du merken, wenn du selbst irgendwann mal ein Spiel machst, was wir... definitiv vorhast, so wie ich dich richtig verstanden habe. Ich kenne das auch aus der Modding-Szene, wie gesagt, ich habe ja durchaus... Naja, die Sache ist natürlich, das ist ja dann auch so ein gewisser Perfektionshang, ne, und ich meine, das wird dann alles schon ziemlich dauern, ne, ich meine, klar, wenn du nur ein Spiel machen willst, das nur 2-3 Stunden Spielzeit hat, ne, okay, ne, aber wenn du wirklich, ich meine, an und für sich die Intention von dem Spiel ja war ja eigentlich auch, dass es irgendwie eine lange Spielzeit haben soll, ne? Ja, nur dann hole ich mir eine schlechte Wie lange Spielzeit hat es ja dummerweise dann aufgrund von irgendwelchen Gameplay-Mängeln. Ja. Ich kann ja aus der Modding-Szene selbst sagen, dass dort auch gute Mods dauern auch Jahre, bis sie fertiggestellt sind. Ja, siehst du. Ja, aber warum, was macht man also? Man holt sich ein Team, ja? Kaum jemand zieht noch was alleine auf. Ich weiß damals noch zu meiner Warcraft 3 Zeit, wo ich aktiv war, da war das so eine Zeit, die, man macht's alleine. Ich war ja auch so 2000, okay, wo hab ich den gerade lang? Das ist doch cool. Interessant. So. Ich war ja selbst aktiv, 2002, also ich glaube, wann kam Warcraft 3 raus? 2003. Ich glaube, warte mal, Diablo 1 Add-on kam 2001, glaube ich, schon raus. Dann kam, glaube ich, Warcraft 3 2002. 2002 oder 2003, ich weiß es jetzt gar nicht. Und dann kam, glaube ich, das Add-on 2003 dann, glaube ich. Ja, ich denke mal so ungefähr. Auf jeden 2002 Fall, 2002 könnte ich hinkommen, ja. So... Hier habe ich relativ kurz danach auch angefangen. Also meine ersten überhaupt Game Design Sachen, die ich je gemacht habe, war damals Age of Empires 2. Ja gut, aber da warst du ja schon so gesehen eher frühreif, wenn du da mit 13, 14 schon angefangen hast, irgendwie da rumzuwerkeln. Ja, ich hab das nicht. Und dann auch noch sogar noch irgendwas halbwegs Sinnvolles zustande gebracht hast. Ich hab das relativ früh angefangen bei meinem, bei Age of Empires 2, muss ich sagen. Da war ich halt noch, kompletter Noob. Ja, beziehungsweise ich wollte damals schon eine Kampagne erstellen, ne? Und ist schon wieder ein Kopfgeldjäger, lol, ey. Oh. Die Sache ist eben nur, wenn ich mir jetzt, ich meine, ne, vielleicht warst du damals auch einfach weiter als viele andere Leute, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie an so einen 14-Jährigen denke, dann stelle ich mir eher so ein Projekt wie Letzte Schlacht der Elfen oder Alte Macht vor, ne?
Ich meine, vielleicht gibt es da wirklich irgendwelche Genies oder Leute, die diszipliniert sind oder so, aber ich denke, mit 14 werden die meisten Leute einfach noch gar nicht so weit sein. Also, oh, da haben wir meine Spieler haben damals auch entsprechende Mängel gehabt. Also mein größtes Problem, ich bin eh am meinem Suchen, dass ich damit wieder rankomme an meine alten Jugendsünden, ne? Mein größtes Problem war, dass ich solche, ich sage mal in Anführungszeichen, Self-Inserts eingebaut habe. Also in der Form, dass halt die Charaktere gerne mal Namen hatten von Freunden von mir. Ja, also, oder dann irgendwie einen Secret eingebaut habe, was dann als Flavortext halt irgendein Insider hatte. Das fand ich dann irgendwie ganz lustig, aber es war eigentlich nicht lustig, weil es ja kein Schwein verstehen konnte, ne? Also, das war so zum Beispiel sowas, was ich früher gemacht habe, was, ja. Ja, das wirst du nicht nur gemacht haben. Was natürlich nicht gut ist. Auch habe ich, also meine Rechtschreibung war jetzt nie katastrophal. Ja, also nie letzte Schlacht der Elfen, alte Macht mäßig oder so. Aber ich habe jetzt auch nicht so krass drauf geachtet, ne? Also, ich habe halt einmal drüber gelesen und dann war es schon in Ordnung gewesen. Also drüber gelesen habe ich. Ich denke mal, da hat kein Kiddy drauf geachtet. So, aber es war jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie in Word vorgeschrieben oder so und auch mal von jemand anders Kontrolle gelesen, sondern, naja, das passt schon so grob, ne? Und gut ist. Was auch früher anders war, einfach von der Szene her, wo ich das Krankheitsserum hier, dass wer Warcraft 3 Maps gespielt hat, das auch wissen, was ich meine. Früher hast du quasi wie eine Art Technik-Demo als erste Version veröffentlicht von deinem Spiel, ne? Mhm. Und die hast du auch schon wirklich ins Internet gestellt. Ja, mhm. Oder ich gab es dann häufig solche Versionen wie 0.7, zum Beispiel Foodman oder so. Und dadurch hast du natürlich viel Feedback bekommen. Und dadurch waren die ersten Versionen auch nie irgendwie grafisch hübsch, sondern häufig wurden erst dann so die 6., 7. Version erst hübsch gemacht. Du hast dich quasi immer zuerst ums Gameplay gekümmert. Mhm. Das steht immer an vorderster Stelle. Das Gameplay muss stimmen. Und erst wenn das gestimmt hat, hat man überhaupt sich über Sachen wie eigene Models. Genau, da ist man so vorgegangen, okay, das Gameplay stimmt, ja, dann hast du es quasi mit, in Anführungszeichen, RTP hübsch gemacht, hast so eine Version rausgebracht und dann, wenn deine Map eine gewisse Popularität hatte, hast du dich so um eigene Models und so ein Kram gekümmert. Aber das lief dann eigentlich schon so ab, dass dann sogar Leute zu dir gekommen sind und meinten, ey, yo, ich hab hier Grafiken und so, willst du nicht einbauen? Damals gab es den Darky27, den jemand zuschaut, kennt den vielleicht sogar noch. Der hat zum Beispiel damals auch eine Warcraft 3 Mod erstellt, die sogar bis auf die GameStar geschafft hat. Und der hat sich dann später in Darky28 umbenannt und hat es nochmal auf die GameStar geschafft. Das war ganz lustig. Ich glaube, der Tag der Spinne oder so war, glaube ich, von ihm. Das ist eine sehr coole Warcraft 3 Mod übrigens. Aha. Aber lang ist es natürlich her, ja. Wir reden von Zeiten 2003, 2004. Ja, den RPG Maker kannte ich damals leider nicht. Auch den Game Maker oder so kannte ich alles nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich damit auch was gemacht. Ja, und dann würde ich sagen, mit den Worten beenden wir doch den Part. Ich war DC Steve und euer Let's Play Retro. Und wie immer, wenn wir uns einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Tschö.